Hallöchen hier auf dem YouTube-Kanal von Dog & Nizer. Heute geht es um die Hunde im Winter und bei Schnee. Wir geben euch einige Tipps, was ihr machen könnt, damit die Hunde gut durch den Winter kommen. Also bleibt dran und schaut weiter. Die erste Sache, auf die ihr achten solltet, sind die Pfoten eurer Hunde. Denn nach Streusalz greift die Pfoten ganz schön an. Deswegen creme ich die Pfoten der Hunde vor dem Spaziergang immer ein. Dadurch sind sie ein bisschen geschützt und es kann sich kein Streusalz an die Pfoten dran setzen. Außerdem ist wichtig, dass ihr zwischen den Pfoten immer das Fell wegschneidet, damit da sich keine Schneeklumpen dran setzen können und es den Hund beim Laufen stört. Ihr solltet natürlich auch immer darauf achten, dass euer Hund nicht zu viel Schnee frisst, also eigentlich optimalerweise gar keinen Schnee. Zu viel Schnee kann halt zu Erbrechen führen, kann zu Durchfall führen oder wenn der Hund wirklich richtig große Mengen frisst, dann kann er auch eine Mandelentzündung davon kriegen, weil die Kälte eben an die Mandeln kommt. Das heißt, Schnee fressen ist grundsätzlich nicht gut für die Hunde und wenn ihr einen Hund habt, der wirklich gar nicht aufhört, wenn Schnee liegt, Schnee zu fressen, dann könnte man halt auch einen Maulkorb rumtun, damit er eben an den Schnee nicht rankommt. Wir empfehlen auch eigentlich nicht dieses Schmeißen von Schneebällen. Erstmal wisst ihr nie, was in dem Schnee drin ist. Also da kann auch mal ein Stein drin sein und das fördert natürlich das Fressen vom Schnee nochmal zusätzlich. Außerdem empfehlen wir bei Hunden, die nicht viel Unterwolle haben, durchaus einen Mantel zu tragen. Also Hunde, die nicht so aktiv sind auf dem Spaziergang, denn die frieren wirklich, auch wenn das oft belächelt wird, dass ein Hund keinen Mantel braucht. Je nachdem, wie der Hund drauf ist, wenn er eher wenig Action macht auf dem Spaziergang, dann ist das durchaus sinnvoll. Wo ihr auch drauf achten müsst, ist, was befindet sich unter dem Schnee. Denn gerade wenn die Schneedecke sehr geschlossen und zu ist, dann seht ihr oft nicht, was unter dem Schnee ist. Gerade an Feldrändern zum Beispiel, da gibt es ja meistens so eine Kuhle zur Entwässerung. Wenn die voll mit Schnee ist und der Hund da drin landet, dann kann er sich einen Kreuzbandriss holen oder sich sonst wie verletzen. Genauso sind gefrorene Pfützen unterm Schnee total riskant. Das heißt, wenn der Hund darüber läuft und wegschlittert und sich dann vielleicht irgendwie eine Zerrung holt, da müsst ihr ein bisschen drauf achten, weil man sieht leider beim Schnee nicht immer, was da drunter liegt. Besonders wichtig ist, dass ihr euren Hund vor Streusalz schützt. Nicht nur die Pfoten sind sehr empfindlich, was das angeht. Ganz schlimm wird es, wenn der Hund das Streusalz mit dem Schnee zusammen auffrisst. Dann kann er eine Streusalzvergiftung kriegen und das zerstört die Innenwände seines Darms. Und das ist ganz, ganz gefährlich für den Hund. Also schützt den Hund davor, achtet darauf, dass er das wirklich nicht tut. Und wenn es passiert ist und das erreichen relativ kleine Mengen, dann geht sofort zum Tierarzt und fragt danach, was ihr tun müsst. Und wenn ihr jetzt nach dem Spaziergang nach Hause kommt, ist es ganz wichtig, dass ihr die Pfoten von euren Hunden abwascht, damit das Streusalz da nämlich auch nicht mehr dran ist und der Hund es dann durchs Lecken nicht aufnehmen kann. Und da gibt es zum Beispiel so ein cooles Gadget, wo man einfach die Pfote des Hundes reinstecken kann. Zack. Und dann kann man dadurch relativ einfach die Pfote des Hundes sauber machen. Und nach dem Waschen nicht vergessen, wieder die Pfoten einzuschmieren, damit der Pfotenbalsam dafür sorgt, dass die Haut nicht reißt und die Pfoten schön geschmeidig bleiben. Kümmert euch schön um eure Hunde, passt auf sie auf und viel Spaß im Schnee!